irgendwann auf einer Reise nach Südostasien, als ich mal wieder irgendwo am Flughafen war, habe ich sehr aufwendige Glaslaser-Innengravurarbeiten gesehen. Papageien mit im Tropenwald. Und da dachte ich mir, also wenn die sowas hier lasern können, warum kannst du eigentlich deine Geologie nicht lasern? Und dann habe ich, das war dann 2006, 2007 angefangen, mir eine Firma zu suchen, die bereit war, mit diesen sehr komplizierten geologischen Daten zu arbeiten. Ja, mein Name ist Peter Witschis. Ich bin seit 1995 hier Professor für Hydro- und Umweltgeologie an der Martin-Luther-Universität in Halle und beschäftige mich mit Fragen des Grundwasserschutzes, der Umweltverträglichkeit, industriellen Belastungen und natürlich auch mit Grundwassermodellierungsfragen. Und dazu braucht man geologische Modelle. Die Modelle, die wir hier haben im Bereich der Zukunftsstadt Halle-Neustadt, sind sogenannte Strukturmodelle, die bis in eine Tiefe von ca. knapp 1000 Meter Tiefe gehen. Also 1000 Meter Tiefe. Das, was abgebildet ist, ist natürlich eine vereinfachte Struktur. Und wir haben hier 5 oder 6 zum Teil einzelne Gesteinsoberflächen. Man kann sich das vorstellen wie eine Architektur eines Hauses. Wir haben unterschiedliche Stockwerke, wir haben Fenster, wir haben Lücken, wir haben Decken, die etwas abdichten. Und diese Kompliziertheit braucht man sozusagen im Wissen, um geologischen Untergrund in Wechselwirkung mit dem Grundwasser interpretieren zu können. Wir haben an diesem Modell hier 84 Millionen Laserpunkte. Das sind ungefähr 2,5 Tage Laserzeit. Das Erkunden der Geologie findet in der Regel über entweder Bohrungen statt, die real stattfinden müssen. Und diese Bohrungen werden ausgewertet, vermessen, dokumentiert und ein Schichtverzeichnis aufgenommen. Oder über sogenannte seismische Erkundungen, das sind geophysikalische Messmethoden, die kompliziert sind in der Auswertung und gleichzeitig aber sehr tiefreichen. Man sagt in der Geologie, vor der Hacke ist es dunkel. Das Glas hat eben den Vorteil, es ist ein transparentes Medium und es erlaubt wirklich auf den Zehntelmillimeter genau die Originalgeologiedaten hier maßstäblich, die wir im Rechner haben, zu lasern, einzubrennen und damit auch zu betrachten. Und für Halle-Neustadt jetzt im Bereich der Zukunftsstadt wurde ein speziell neues Modell entwickelt von uns, das auf dem Strukturmodell Halle aufbaut. Aber hier wurden jetzt gerade im Hinblick auf stadtplanungsrelevante Fragen und zukunftsrelevante Fragen eben völlig neue Informationen hinzugenommen in der Darstellung. Einmal die Infrastruktur der Ver- und Entsorgung, Hochwasserrisikofragen, die Brunnengalerien, die zum Hochwasserschutz hier für Halle-Neustadt installiert wurden, sind dargestellt. Also damit lässt sich, denke ich, die Lebenssituation und die stadtplanerische Dimension auch sehr gut abbilden und diskutieren. Ich denke, die Herausforderung, die Halle-Neustadt hat, ist eben der Hochwasseraspekt. Dem hat man damals Rechnung getragen durch die Brunnengalerie und den Damm. Gleichwohl muss man aber, und das ist auch der Sinn jetzt der Modellierung und der Darstellung, sich künftig mit den Herausforderungen auseinandersetzen, die eben dieser Standort hat. Und dazu brauchen wir eben auch digitale Modelle, die Szenarien betrachten und erarbeiten können, die künftig zukunftsfähig sind.